zurück in meinem Küchengarten. Heute möchte ich gerne mit euch gemeinsam eine ganz spannende Sache besprechen. Und zwar geht es los mit der Paprika-Aussaat. Paprika und Chili. Chili mache ich dieses Jahr nicht. Meine Familie, ich habe ja noch zwei junge Söhne, die sind jetzt nicht so für scharf. Deswegen bleibe ich bei den milden Paprikas. Auf die stehen sie aber total. Das ist meine Brot- und Butterpflanze für den Herbst. Und ja, wie vielleicht viele von euch wissen, ist die Paprika ein bisschen, ist eine Zicke, also sie ziert sich ein bisschen, was das Keimen betrifft. Die letzten Jahre habe ich das immer mit, also die normale Aussaat in der Erde gemacht und da hatte ich viel Ausfälle. Nachsehen ist da eher schwierig, weil sie eine lange Entwicklungsphase haben und wenn man schon mal 2 Wochen warten muss, ob sich was tut in dem Töpfchen, also 2 Wochen bis zu einem ganzen Monat, dann ist das Nachsehen nicht mehr so ganz einfach. In diesem Jahr habe ich mir dann etwas Neues überlegt. Im Internet ist alles voll mit dieser Methode und die möchte ich dieses Jahr auch probieren, damit ich mit meinen Paprikas etwas schneller in die Gänge komme. Darüber aber mehr drinnen im warmen Haus, denn obwohl heute ein eher milder Februartag ist, fröstelt es mich doch ein bisschen und drinnen, wo es warm ist, Paprikasamen möchten es ja auch gerne sehr warm haben, also behandeln wir das Ganze drinnen weiter. Die Paprika, ein großartiges Gemüse aus unseren Küchen und von unseren Vesperplatten, also Jausenbretteln, nicht mehr wegzudenken. Gerade in meiner Familie lieben es meine 2 Jungs, sich am Nachmittag einfach so eine lange rote, knallrote Spitzpaprika zu schnappen. Und da beißen sie einfach so hinein vor dem Fernseher oder einfach auf dem Weg ins Zimmer und naschen die weg. Finde ich super. Anstatt dass man sich ein Backerl Chips nimmt, schnappt man sich so eine Spitzpaprika. Und auch mein Mann liebt am Abend zu einem feinen Jausenbrot eine wunderbar rote, saftige, süßliche Paprika. Wie schon vorher angemerkt, die Paprika ist nicht ganz einfach im Kultivieren. Sie zickt ein bisschen rum beim Keimen. Sie braucht eine unglaublich hohe Keimtemperatur zwischen 23 und 30 Grad, also das ist schon recht hoch. Das Keimen dauert je nach Sorte recht lange, also das kann zwischen 1 Woche und 4 bis 6 Wochen dauern. Die Samen sind ja recht klein und fein, sie neigen sehr stark zum Austrocknen und dann ist es mit der Keimung auch hinüber. Und nachher der Wachstumsprozess ist auch etwas langwierig, also jene Pflanzen, kommt natürlich auch wieder auf die Sorte an, es gibt schon frühe Sorten, aber die Norm ist, dass die wir jetzt im Jänner oder Februar aussehen, dann im Juli, von Juli bis Oktober geerntet werden können. Also da steckt schon etwas an Aufwand und Arbeit dahinter, aber die verschiedenen Sorten, die es gibt und die Reichhaltigkeit dieser tollen Frucht, dieses tollen Gemüses, macht sich am Schluss dann doch bezahlt. Ich hatte in den letzten Jahren leider nicht so tolles Glück mit meinem Paprika-Ertrag. Ich hatte auch nicht so großen Erfolg bei der Keimung. Ich habe es immer mit der normalen Erdpflanzung probiert, also wo man die Samen einfach in Anzuchtsubstrat setzt. Von mir aus noch abgedeckt, damit die Erde schön feucht bleibt und dann einfach zuwartet. Da ist mir vieles der Samenkörner nicht aufgegangen und ich glaube, ich habe auch nicht mit den richtigen Sorten gearbeitet, denn man muss schon bedenken, dass wir hier nicht im warmen Mexiko leben, sondern in Mitteleuropa. Hier können die Sommer dann schon auch etwas milder sein und die Paprika ist doch eine wärmeliebende, wärmebedürftige Pflanze. Vor allem, wenn man möchte, dass die Früchte von grün nach orange und dann nach rot abreifen, braucht es schon recht Wärme und auch Zeit. Deswegen habe ich mich dieses Jahr einerseits mit einer neuen Keimmethode beschäftigt und andererseits auch etwas kälteresistentere Pflanzen gewählt. Also es werden ja viele Sorten angepriesen, die auch mit kälterem Klima gut zurechtkommen. Auf das möchte ich mich jetzt mehr fokussieren.
Aber zuerst zeige ich euch mal, wie es mit der neuen Methode läuft, die im Internet momentan so populär ist. Und danach möchte ich mit euch noch gerne über die verschiedenen Sorten sprechen, die ich dieses Jahr gerne hier bei mir im Küchengarten anbauen möchte. So, wie funktioniert jetzt diese sagenumwobene Papiertuchmethode? Das ist wirklich überhaupt keine Hexerei. Am Anfang war ich so ein bisschen, oh weh, was ist denn das wieder? Aber die Keimrate spricht hier wirklich für sich und darauf kommt es ja an. Wir haben hier natürlich Paprikasamen, ein normales Küchentuch, dann eine Sprühflasche mit warmem Wasser, weil es die Paprika ja warm wollen bei der Keimung, und dann ein Behältnis, ein verschließbares Behältnis, wo man die Samen nachher drinnen lässt. Also ich habe wieder eins meiner Mini-Treibhäuser. Viele Leute verwenden aber zum Beispiel so einen Ziploc-Gefrierbeutel oder einfach einen Gefrierbeutel, den man verschließt. Und man geht jetzt folgendermaßen vor. Man sprüht das Küchenpapier satt mit dem lauwarmen Wasser ein, bis es schön feucht ist. Dann verteilt man die Paprikasamen locker auf dem Küchentuch. Schlägt das Ganze zu. Drückt es an. Sprüht nochmal ein, damit es wirklich schön feucht ist. Damit die Paprikasamen die Möglichkeit haben, sich mit der Feuchtigkeit vollzusaugen. Nachher legt man das Ganze in das Mini-Gewächshaus in meinem Fall oder in den Gefrierbeutel oder in die Plastiktüte und lässt das Ganze bei sehr warmen Temperaturen, also wie gesagt, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt und die Keimung schnell vorantreiben wollt, eine Temperatur zwischen 23 und 30 Grad. Viele Leute verwenden eine Heizmatte. Sowas habe ich jetzt nicht. Ich behelfe mir da jetzt anders. Ich habe mir jetzt hier so eine Wärmflasche mit warmem Wasser befüllt. Die wechsle ich zweimal am Tag, um diesen Wärmekick an die Paprikasamen weiterzugeben. Und so stelle ich es an mein südseitiges Fenster und überlasse die Samen ein paar Tage sich selbst. Wichtig ist natürlich, Paprikasamen sind Dunkelkeimer, deswegen haben wir es auch eingeschlagen. Also sie brauchen die Dunkelheit zum Keimen. Und in ein paar Tagen schauen wir mal nach. Ja, und nach ein paar Tagen habe ich dann in mein Döschen wieder hineingeschaut, vorsichtig die Küchenrolle hochgehoben und siehe da, es war Leben. Also ich war begeistert, wie schnell das gegangen ist, und ich hatte jetzt keine hundertprozentige Keimrate, ich glaube, weil die Wärme gefehlt hat, aber 80% der Samen sind tatsächlich gekeimt. Und dann machte ich mich auch schon an das Einpflanzen. Da ist wirklich gar nichts dahinter. Einfach ein kleines Loch gebuddelt, zart mit Erde bedeckt, dann gut angegossen. Und ein paar Tage später schauen die Paprika dann schon so aus. Also ich muss sagen, ich finde die Methode richtig gut. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch schnell erzählen, was für Sorten ich dieses Jahr im Küchengarten anbauen möchte. Einerseits habe ich hier die Paprika Sweet Julie. Die habe ich schon die letzten 2 Jahre probiert. Sie ist mir noch nie gelungen. Trotzdem wollte ich hier nochmal eine Chance geben, weil ich noch ein paar Samen hatte. Sie soll sehr mild, süßlich, klein, so eine richtig interessante Snack-Paprika sein. Vielleicht habe ich ja dieses Jahr Glück. Steht auf jeden Fall auf der Verpackung, sie braucht sehr viel Wärme.
Aber ich habe es ja eigentlich letztes Jahr im Gewächshaus probiert. Ich gebe auf jeden Fall noch mal eine Chance und hoffe, dass ich in diesem Jahr etwas ernten kann von ihr. Was ich auch noch einmal versuche, die hatte ich auch die letzten Jahre, ist die Variation Kevin's Early Orange. Das soll auch eine sehr frühe und eher kältetolerante Sorte sein. Angeblich, wenn man die jetzt im Februar aussieht, könnte man schon im Juni etwas ernten. Ist mir bis jetzt auch noch nie gelungen. Eine Paprika, mit der ich letztes Jahr wirklich tolle Erfolge hatte, da weiß ich gar nicht den Namen. Die habe ich von der lieben Ingrid zugeschickt bekommen. Das ist eine längliche gelbe Spitzpaprika. Sie vermutet, dass die aus Ungarn kommt. Und die ist wirklich toll gewachsen, hat einen tollen Ertrag. Die kommt dieses Jahr wieder mit ins Programm. Dann habe ich drei Sorten, die ich dieses Jahr neu ausprobiere. Einerseits mal die Pimientos de Padrón, weil ich in den Videos von Florian Rigotti so viel von ihr gehört habe. Er schwärmt so und sagt, die muss jeder probieren. Es ist ja eine Bratpaprika und das kann ich mir als Ergänzung zu unseren Gemüsepfannen hier zum Mittagessen richtig gut vorstellen. Freue ich mich schon drauf. Als nächstes die Variation Albino, die habe ich mir deswegen gekauft, weil sie auch damit werben, dass sie sehr temperaturenresistent sein soll. Und das brauche ich hier und sie ist auch schon recht früh. Ab Mai, Juni sollte man schon was ernten können. Und noch eine neue, die Boneta, ebenfalls eine milde Paprika, die auch sehr tolerant gegenüber kühlen Lagen sein soll. Hier isst man anscheinend eher die weiße bis gelbliche Frucht und das Rote wird dann zum Kochen verwendet, also wenn sie sich rot färbt. Ja, so ist die Geschichte also mit der Keimung von Paprikasamen auf Küchenpapier. Total spannend, sehr effektiv. Bin richtig froh, dass ich diese Methode gefunden habe. Vielleicht wollt ihr das ja auch schon mal ausprobieren oder habt es sogar schon ausprobiert. Teilt doch gerne mit mir eure Erfahrungen. Das war's von mir für heute. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg bei eurer Paprika-Aussaat und freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!